Und weiter geht's. Genau, weil ich nämlich glaube, dass ich letztes Mal mit Linksklick auf dem Türrahmen geklickt habe. Ich werde versuchen, raufzukommen. Aha. Da ist etwas. Das ist der Schlüssel von meiner Schublade. Ich Habe ich mir wusste, doch dass er fast irgendwo im gedacht. Zimmer sein muss. Endlich. So. Öffne. Sesam, öffne dich. Was da wohl drin ist? Ach so, so. Eine Kamera. Ich muss keine Fotos machen. Sie sind zu alt, um sie noch zu verwenden. Meine Bibel. Wie jetzt? Okay. Aber wenn wir was brauchen, also wenn wir die Kamera mal brauchen, was wir ja werden, immerhin wird die immer noch angezeigt, dann wissen wir wenigstens, wo sie ist. So. Au. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass ich in diesem Raum irgendwas übersehen habe. Große Vase, Rechtsklick bringt nichts. Ich probiere jetzt einfach all das mal mit Rechtsklick. Aha. In der Asche funkelt etwas. Na, schau mal einer an, vielleicht der Schlüssel. Die Reste eines zerrissenen Fotos. Okay, zerrissene Fotos funkeln. Naja, was soll's. Oh, ein Puzzlerätsel. Das ist ja toll. Kann man die auch drehen? Ah ja. Das sind seine Haare. Das gehört dahin. Achso, sollte direkt richtig hingelegt werden. Dann fange ich mit den Rändern an. So, das ist definitiv eine Ecke. So. Ich hoffe, dass die Ränder auch richtig rumliegen. Das ist definitiv ein Randstück. Na, die können auch falsch rumliegen, die Ränder. Das ist ja blöd. Also fangen wir doch erst mit dem Offensichtlichen an. Wir müssen notfalls halt nachher noch verschieben. So, das könnte richtig sein. Das würde dann auch passen. Nein. Das könnte dahin kommen. Das gehört definitiv dahin. So. Erstmal ein bisschen auf Seite legen. Ich denke mal, das wird nachher dahin kommen. Ah, da haben wir das andere Auge. So. Da weiß ich noch nicht, wo es hinkommt. Das kommt dahin. So. Ah, da.
Keine Ahnung. Obwohl es könnte eventuell da oben jetzt gleich irgendwo hinkommen. Schau mal dann. Obwohl, was ist denn da? Da ist ein Stück Stirn. Was kommt dann wohl dahin? So. Was könnte da? Ja. Okay, das Gesicht haben wir schon mal. Das kommt da. Der Seite ist es definitiv dunkler, also denke ich, kommt die Ecke da unten hin. Die Ecke vielleicht dann da. Ah, die Ecke könnte aber auch oben sein. Ja, die kommt hier hin. Lass mal schauen, das könnte... Nee. Ah ja. So. Das sieht schon besser aus. Das müsste dann ungefähr in Schulterhöhe sein. Jawohl. Das gehört dahin. Ja. Das da. Ah, das noch dann dahin. Und das... Nee. Nein. Dahin. So, langsam aber sicher kommen wir dem Ganzen näher. So. Zack, und hier noch die Ecke. Dieses Gesicht habe ich noch nie gesehen. Aber wer könnte das Foto in den Kamin geworfen haben? Und warum hat er es vorher sorgfältig zerrissen? Das ist eine gute Frage. So. Okay, wir gehen nochmal nach da und sprechen mit Bates. Bates? Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William... Wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja. Bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates,
Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. So, dann... Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Oh, aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Okay. Hier ist das furchtbare Geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. So. Was ist denn das für ein Fleck? Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Festhalten, Stichwort, Fotoapparat. Jawohl. Reingehen und das Gerät dann holen, würde ich mal behaupten. Und unterwegs können wir auch mal Robert nach diesem Foto fragen. Vielleicht weiß der, wer das ist. Mein Bates können wir zwar auch fragen, aber ich möchte jetzt mal ein bisschen, zeitsparender vorgehen. Müsste noch funktionieren. Es ist kein Film drin und meine Ersatzrollen sind zu alt, als dass sie noch funktionieren würden. Okay. Sie ist alt, aber sie funktioniert. Wir müssen also irgendwo noch einen Film auftreiben. Aber das hat jetzt im Moment Zeit. So. Hallo, Robert. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher? Ich brauche einen Film für meine Kamera. Weißt du, wo ich einen bekomme? Tja, vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Sie sind in meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang. Du kannst sie nicht verfehlen. Danke. Ich gehe und hole sie. Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Ich habe dafür keine Verwendung. Ich war auf dem Dachboden, um den Film zu holen, aber deine Truhe ist abgeschlossen. Darf ich mir deinen Schlüssel ausleihen? Abgeschlossen? Oh, Entschuldigung. Das habe ich völlig vergessen. Hier hast du den Schlüssel. Danke. Ich bringe ihn gleich wieder. Du musst dich nicht beeilen. Ich brauche ihn nur selten. Wunderbar. So, und das Bild noch. Robert, sieh dir dieses alte Foto an. Weißt du, wer das sein könnte? Nein, ich kenne diese Person nicht. Warum fragst du? Ich habe das Foto im alten Flügel gefunden. Es lag in Stücken in einem Kamin. Angesichts der Tatsache, dass jemand das Foto zerrissen hat, ist die Person darauf vermutlich nicht sehr wichtig. Vergiss es einfach. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst.
Okay. So, dann gehen wir jetzt aus der Truhe einen Fotofilm holen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht Fotofilm sagen, aber es kam irgendwie anders raus, als ich es in meinem Kopf zusammengesetzt habe. So. Dann öffnen wir mal die Truhe und holen das, was wir brauchen, da raus. So. Das hätten Hoffentlich wir. funktioniert das. Natürlich. Film mit Kamera Ich bin kombinieren? aus der Übung, aber ich glaube, der Film ist richtig eingelegt. Ja, das will ich ja wohl hoffen. Ich meine, so schwer ist das ja wirklich nicht. Auch für die Leute, die vielleicht in der Zeit der Digitalkamera geboren wurden. Sowas ist wirklich nicht schwer. Ach ja, wie viele Filmrollen ich als Kind eingelegt habe. Naja, das ist eine andere Geschichte und dafür ist dieses Let's Play wahrscheinlich zu kurz. Wo ist der Fleck? Wo ist der Fleck? Wo ist der Fleck? Wo ist der Fleck? Fleck! Hallo? Zaun? Dies ist die Stelle, an der William. Ich gehe. Ja. Jetzt funktioniert es. Jetzt habe ich ganz umsonst den Film geholt, oder wie? Seltsam. Wie ihr seht, kann ich den Fleck nicht mehr auswählen. Muss ich vielleicht jetzt mit Bates reden und mich noch mal hinbringen lassen? Bates? Ja, Sir. Sehen Sie sich dieses Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Er kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe allerdings kein gutes Gedächtnis für Gesichter. Tut mir leid, Sir. Warum ist der Eingang zum alten Turm versperrt? Madame hat mich angewiesen, die Tür zuzunageln, damit sie nie wieder an diesen Ort denken muss. Sie möchte nicht, dass Williams Arbeitszimmer betreten wird. Ich verstehe. Bates, ich habe Victoria etwas Unangebrachtes gesagt. Meinen Sie, sie wird eine Entschuldigung annehmen? Aber gewiss, Sir, Madame hat ein mildes Herz. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sir, entschuldigen Sie sich so bald wie möglich. Okay, vielleicht sollte man das dann sogar direkt tun. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. So. Wenn der doch bloß schneller laufen würde. Ich sollte mich entschuldigen. Hallo. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Ich möchte mich entschuldigen für das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war vielleicht auch vorschnell mit meiner Antwort. Ich habe den Schlüssel zerstören lassen, damit der Turm nie wieder betreten werden kann. Vielleicht hatte William einen zweiten Schlüssel, ich weiß es nicht. Wo sind seine persönlichen Sachen jetzt? Ich weiß es nicht. Ich frag Herman. Ich möchte nicht darüber reden. Okay. Kannst du dir dieses Foto ansehen? Weißt du, wer dieser Mann ist?
Das Gesicht kenne ich irgendwoher. Ja, aber nicht genau dieses. Was meinst du damit? Er war damals viel jünger als auf diesem Foto, aber es ist die gleiche Person. Wer ist es denn? William hat einmal ein Waisenkind hierher gebracht und vorübergehend bei uns aufgenommen. Er hat eine Zeit lang neben dem Stall gewohnt. Ein einfacher, ruhiger Junge. Weißt du, wie er hieß? Das ist schon sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Er blieb einige Zeit bei uns, aber dann veränderte er sich auf einmal komplett. Es war, als wäre er wahnsinnig geworden. Danach konnten wir ihn nicht länger hier wohnen lassen. Man brachte ihn nach Ashbury. Was passierte dann mit ihm? Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, das ist alles schon sehr lange her. Robert erinnert sich vielleicht. Er hat diesen Jungen damals als Patienten aufgenommen. Okay. Der behauptet doch, er kennt das Gesicht nicht. Hat Robert was zu verheimlichen? So, wir zeigen das Bild mal. So. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Dr. Herman, Victoria hat mir gesagt, dass Sie Williams persönliche Sachen haben. Ja, das stimmt. Ich würde sie gerne sehen. Aber sicher. Ich kann sie Ihnen zeigen, wenn Sie morgen zur Leichenhalle kommen. Ich weiß nur nicht, was Sie sich davon versprechen. Ich muss sie aber heute sehen. Können Sie mir helfen? Heute? Na schön. Vielleicht können wir Folgendes machen. Ich werde jemand mit einem Paket für Sie zum Haupttor schicken. Reicht das? Perfekt. Wann wird diese Person kommen? Ich schicke sie los, sobald ich wieder im Obduktionssaal bin. Sagen wir um 7? Ich warte am Haupttor, pünktlich um 7. Es ist sehr wichtig. Hoffentlich ist diese Person zuverlässig. Keine Sorge, sie wird gut bezahlt. Abgemacht? Danke, Doktor. Um 7 muss ich unbedingt am Tor sein. Okay. Irgendwas muss ich doch übersehen. Wir können auch ins Umland gehen. Ich habe keinen Grund zu gehen. Oder auch nicht. Aber wir können drum bitten, dass der Pool gereinigt wird. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Henry. Ich kümmere mich um den Garten. Es ist kein leichter Job. Ich habe niemanden, der mir hilft. Aber wahrscheinlich wollten Sie mit mir über etwas anderes sprechen, Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Pool reinigen. Warum pflegt hier niemand den hinteren Garten? Ich weiß nicht, Sir. Vermutlich, weil niemand mehr dorthin geht. Und was ist mit dem Springbrunnen? Früher waren da Fische drin. Ich habe kein Problem mit dem hinteren Garten als solchen, aber ich möchte, dass Sie den Springbrunnen reinigen. Aber, Sir, ist das nicht ziemlich zwecklos? Ich meine, von draußen kann man ihn nicht mal sehen. Das bedeutet eine Menge sinnlose Arbeit. Entweder Sie haben ihn bis morgen gereinigt oder Sie können sich einen neuen Job suchen. Wie Sie wünschen, Sir. Geht doch. So. Ich will Sie nicht länger stören. Der Rauch von dem Laub riecht gut. Ganz toll. Asthaufen. Holz, das für den Häcksler bestimmt ist. Das sieht aus wie Blut. Aber wie ist das möglich? Das ist gar nicht gut.
Sie sind voller Laub. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Was ist denn in dem Eimer da, wenn da schon Blut im Heck ist? Die letzte Ruhestätte für die Bäume und Sträucher. Ja. Gehen wir mal ins Gewächshaus. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, wieso war mir das schon halb klar? So, ich muss aber eigentlich immer noch dieses Foto machen. Nur warum kann ich den Fleck nicht anvisieren? Sprechen wir Robert nochmal auf das Foto an, weil anscheinend kennt er die Dame ja doch. Den Typen, sorry. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Das Foto, über das wir gestern gesprochen haben, habe ich Victoria gezeigt. Sie hat den Mann erkannt, meinte, er hätte eine Zeit lang in der Nähe des Schlosses gelebt. Bist du sicher, dass du ihn nicht erkennst? Lass mich das Foto noch einmal sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hat Ähnlichkeit mit einem Patienten im Sanatorium. Möglicherweise ist er das sogar. Ich verstehe aber nicht, woher dieses Foto stammen könnte. Vielleicht können wir es herausfinden. Wer würde das Foto eines Verrückten ins Schloss bringen? Und warum? Das ist eine gute Frage. Hier hast du deinen Schlüssel wieder, Robert. Oh, danke. Hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Ja, habe ich. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, ja, war auch nicht sehr ergiebig. Wann ist denn 7 Uhr? So, Haupttor? Noch kein Bote da. Wo könnten wir denn noch hin? Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Bates. Ne. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Jetzt funktioniert es. Was muss ich denn jetzt machen? Hm.
vielleicht dem Gärtner noch das Bild zeigen und dem Holzhacktypen. Er scheint ein ruhiger. Er arbeitet erst seit ein paar Jahren bei uns. So. Henry. Ja. Oh. Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe. Henry, erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Haben Sie ihn je gesehen? Nein, Sir, ich glaube nicht. Wer ist das? Sollte ich ihn kennen? Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie ihm je begegnet sind. Tut mir leid, Sir. Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand reinspaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Laufen denn Fremde hier herum? Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Keine Ahnung, konfrontieren wir ihn doch mal damit. Ich will Sie nicht länger stören. Wäre jetzt eh der nächste, wo ich hingegangen wäre. Was habe ich denn da? Fenster. Das Fenster von meinem Zimmer. Ja, ganz toll. So. Zum Stall. Hallo. Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Okay. Der Gärtner. Wie ist er so? Henry? Ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir? Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betränkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere und trinkt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Morris, sehen Sie hier. Kennen Sie diesen Mann? Ich glaube nicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Boah, jetzt habe ich, glaube ich, jeden gefragt. Schraubstock. Er ist rostig, aber er funktioniert. Was ist das für eine Flasche? Rotwein aus unserem Keller. Wie kommt die Flasche hierher? Ich werde Morris fragen, woher er sie hat. Ach so, ja, die war zu. Oder? Nee. Ach so, ja, das war, schon gut. Brauchen wir aber nix. Der Schraubstock wird uns auch nicht helfen. Wasser für die
Ja, Sir? Morris, mir ist aufgefallen, dass eine Flasche Wein auf Ihrem Arbeitstisch im Stall steht. Wein? Manchmal genehmige ich mir einen Schluck, wenn es draußen kalt ist. Aber nie während der Arbeit. Es ist eine Flasche unseres besten Rotweins. Wo haben Sie die her? Tja, ich... Sir William hat sie mir mal geschenkt. Nur diese eine Flasche. Tatsächlich? Ja, Sir. Na gut, Morris. Ich glaube nicht, dass William eine Flasche unseres besten Jahrgangs verschenkt hätte. Morris muss sie sich auf andere Weise beschafft haben. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Kleiner Dieb, wa?